Moin moin Leute, willkommen zurück zu South Park The Stick of Truth. Wir sind hier vor Jimbos Waffenladen und besorgen uns eine Gasmaske, damit wir endlich an dem beschissenen Security-Typen an Tokens Haus vorbeikommen. Und mal schauen, was uns hier drin erwartet. Vielleicht steht hier Ned. Well, hello there, Jimbo and Ned. Well, what brings you here today? Da sind sie ja beide. Or vengeance. Vengeance! You've come to the right place. Ja. Ach, guck mal hier. Wie hieß er noch? Ich habe seinen Namen vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Kann ich mir nicht so ein paar Granaten nehmen? Oder diese Panzerfaust? Oder das Katana da hinten? Irgendwas? Na gut, hier, komm. Ich will mal mit Jimbo reden. Mit Ned. Ich mag Ned. Oh, neue Nachricht von Mr. Kim. Wartet, da gucke ich eben kurz rein. Ja, ja, ja. Ich hasse diese Ausrufezeichen. So. Wenn du meine Hilfe brauchst, ruf mich an. Ich werde über deine Feinde kommen wie Smog über Shanghai. Alles klar. Was, habe ich das richtig gesehen? Ich habe schon 22 Freunde? Was? Boah. Okay. Chin Pokémon. Guck mal hier, Schuh. Okay, Alter, da gibt's ja... Ich hab's mir vorhin schon mal angeguckt, aber es gibt ja unzählige Sachen. Es gibt ja unfassbar viele Klamotten zum Sammeln. Okay, nett. You remind me of a guy I served with in Nam. Remember, you can legally kill anything in self-defense. Genau. Es kommt direkt auf uns zu! Kabum, bum, 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 bum. So, hier, Jimbo, dann gib mir meine Gasmaske. Haven't seen you before. You must be the new kid that moved to town. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner, thanks to the stupid Democrats, but if you could prove yourself a real hunter, I might be able to get you some better stuff. You should buy a copy of The Hunter's Guide to South Park Wildlife. This book thingy here. Okay, alles klar. Dann zauber ich mal, was du hast. Okay, das ist also eine Art Schmied. Sehe ich das richtig? Was haben wir denn hier an Waffen? Hast du irgendwas Vernünftiges? Nein. Ausrüstung. Hast du irgendwas Geiles an Ausrüstung? Nichts, was ich nicht habe, wa? Also eigentlich alles, was... Kann ich alles nur kaufen, was... Kostüm flicken. Ach, okay. Das ist, ich kann also auch die Sachen sockeln. Boah, ist ja krass. Okay, dann nehme ich mir hier das. Ach, das habe ich doch schon. Ach, das war ein Flicken, das Flammenschwert. Boah. Ach, den Kram kann ich hier verkaufen. Okay. Soll ich den verkaufen? Oh, ich habe im Moment eigentlich genug Kohle, also verkaufen muss ich das nicht. Ich habe ja auch keinen Item Burden oder so. Ach, ich habe verkauft. Ja, den Kostümflicken will ich zurückkaufen. So, gucken wir mal hier. Ah, das sieht ja schon viel besser aus. Super Katana. What? 1349 mit 1875 mal 3? Boah. Habe ich hier sonst noch irgendwas? Also, was geht eigentlich vom Preis her? Zwar krass, aber da ist die Gasmaske. So, erstmal her damit. Dann haben wir das schon mal. Verschiedenes. Okay, brauche ich nicht. Dankeschön. A guide to South Park Wildlife is everything a hunter needs to know about the beasts of Central Colorado. Got some things for sale might help your hunting. Interested? Nope. Aber ich danke für das Angebot. So, dann lass uns mal gucken. Da haben wir die Gasmaske. Was macht die? Okay. Wie kann ich die... Ah, okay, alles klar. Boah. Okay, dann wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Das hier ist, jeder Angriff saugt 10 TP von deinem Ziel ab. Du erhältst 2 MP, wenn du Feuerschaden zufügst. Okay, ich kann ja nur das nehmen. Für die muss ich Level 4 sein. Ja gut, okay. So, dann kriege ich jetzt... Trefferpunkte zurück? Nein, Magiepunkte.
wenn ich Feuerschaden mache. Und da ich damit sowieso die meiste Zeit arbeite, ist das geradezu perfekt. Gucken wir hier nochmal. Habe ich hier noch irgendwie... Nein, habe ich noch nicht. Magie habe ich auch noch nichts. Ich arbeite noch gar nicht mit Magie. Das heißt, ich kriege auch noch Zauber. Alter. Das ist ja... Komm hier, die hau ich weg. Wen von denen lohnt es sich denn zu betäuben? Betäube einfach beide. Ich betäube einfach alle drei. Und jetzt greife ich sie an. Aha! Wollen wir nochmal sehen. Gucken wir mal eben kurz. Feuer, Feuer, Feuer. Alles klar. We don't have to play this game if you're getting bored. So. Kriegst du erstmal direkt Feuer in die Fresse. Bitteschön. Tut gut, wa? So, dann einmal einen Schockschaden, bitte. Feel my righteous fury! Zack. So. Na, das sieht doch gut aus. Oh, versucht ruhig anzugreifen. Mittlerweile kann ich blocken. Da ist er tot. Zack. Kriegst noch einen Schlag in den Nacken. Spast. So. Der ist sowieso gleich weg vom Fenster. Komm, kriegst du hier meine Feuerpfeile ab. Gut, wa? Da rennt er. Ja, los. Was haben wir das? Hier, einmal mit dem Hammer bitte aufs Maul. Ach ja, scheiße, der war ja auf Konter. Fuck. Ja, komm her. Oh, jetzt hab ich aber Angst. Ah. Na gut. Das war ja nix. Komm hier, hau ich sogar. Ich hau auch nur mit dem Stock zu. Nur weil du so ein Sack bist. Ach, fuck, der ist ja immer noch auf Kontern. Okay. War das? Ach, du kannst nichts machen, Mann. Komm mal, das heil mich mal. Sei mal. I got your back, yo. Dankeschön. Kann ich nicht irgendwie den Zug hier überspringen und sagen, nee, lass mal, ich will nicht angreifen? Geht das nicht? Oh. Mann, so ein Shit, ey. Suck it. Forgive me, douchebag. Ach, der arme Butters, Mann. Immer kriegt er auf den Sack. Aber jetzt ist er nicht mehr an Kontern. Weil ist mir auch egal. Ich hau jetzt einfach mit Pfeil und Bogen drauf. Friss das, du Elfenkind. Oh. Ah, lauf! Immer fällt Butters tot um. Der arme Junge. Mann. Oh, immer her mit dem ganzen Shit, den ihr habt. Alles will ich haben. Alles meins! Ist alles meins! Skeeters, Bar und Cocktails. Ah, oh, guck mal, Kings Vater. Hi, Mr. McCormack. Was machen Sie da hier? Who? What? Oh, hey, I guess I hit it a little hard at the bar this morning. Thanks for waking me up, kid. You on Facebook? Yep. Shit, I gotta get to work. Du hast sogar keine Arbeit. Du bist von morgens bis abends nur am Saufen, du Lügenlappen. Okay, dann hab ich wieder jemanden. Ey, das geht ja richtig voran hier. So, dann lass uns mal schauen. Hier irgendwo müsste, glaube ich, die Schnellreise gewesen sein. Da ist er doch. So, dann wollen wir mal zurück zu Tokens Haus. Das war hier. Timmy! Okay, dann lass uns mal kurz ins Inventar gehen. So. Auf mit der Gasmaske. Und jetzt, mein Freund. Hast du Probleme? What the fuck? Scheiße. Oh, no. Haha! Well, what are we waiting for? Jetzt krisset. Der ist gegen nichts. Na gut. Feuer funktioniert doch immer. Oh. Immer schön am Brennen. Und hier war das Hau drauf mit dem Hammer der Gerechtigkeit. Zack. That was the most perfect throw schön I've ever seen. In die Nüsse hauen. Yeah. Da. Das haben wir was ab hier mit Pfeil und Bogen. Zack. Da ist er hin, der Security-Lappen. Oh, ne? Stay out of the Lost Forest. Sure, it's got treasure, but they say there's no way out. The Lost Forest? Alles klar. So, erstmal wieder hier die Gasmaske ausziehen. Die brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Ja, mit meinem Machtstirnbad des Magiers. Ja, von dem kann ich nichts looten.
Wiederbelebungstrank. Oh, das ist gut. Aber hier sonst noch irgendwie was? Versteckt sich doch bestimmt wieder irgendwo ein Shin-Pokémon oder sowas. Nö, hier kann ich nicht lang. Okay. Ach, ey, so langsam kommt man hier richtig rein ins Spiel. Was haben wir denn hier? Dann leider nach oben. Versteckt sich da wieder eine Kiste. Jawohl. Klosterbrudermütze. All dieses ganze Zeug. Immer dieser Stuff. Ich habe schon so viel Kohle. Ah, da oben ist ein Chip-Pokémon. Ich wusste es. Her damit. Her damit. Yeah. Ich werde sie mir alle schnappen. Alle. So. Dann wollen wir nochmal rein zu Token. Und ihn rekrutieren. Da ist er ja. Der einzige schwarze South Park. What's this? Oh, the elf took the stick again? Hang on a second. Oh, sie haben den Stab schon wieder? Thank you for thy message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? Sehr gut. Ach ja, Leute, so war das damals. So hat man gespielt, ja? Ein ordentliches Pfund Fantasie, ein Stock in der Hand und dann mit dem besten Kumpel draußen im Wald schön hier Schwertkampf mit zwei Stöcker gegeneinander. Und gib ihm. Ja, und heute sitzen sie alle... Ich kann hier noch nicht rein, schade. Heute sitzen sie alle vor ihren Smartphones wie so Zombies und... Muss ich nochmal gegen dich kämpfen? Oder hat sich das jetzt? Move along, sir. I can't look at you without feelings of deep personal shame. Das ist auch richtig so. Ich hab dir den Arsch gebuttert, mein Freund. Was war hier drüben? Ach, hier drüben war nix, ne? Ja, hier ist die South Park Mall. Sorry, South Park Mall is closed. Schade. Steht die nicht da, wo der Walmart stand? Oh man, I remember getting beat up right over here. Ach, jetzt bin ich hier drüben. Aber hier kann ich doch was kaputt machen. Und jetzt? Wofür war das gut? Ich habe keine Ahnung. Habe ich denn jetzt alles hier erledigt für die Quest? Okay, jetzt kann ich nach Cartman zurück. Aber dieses Schweinebärmann-Sensorzeug, ey, ich weiß nicht, wo ich das hinstecken soll, diese komischen Sensoren. Lass mich mal nochmal eben kurz gucken. Nein, kann ich nicht hier irgendwie rauszoomen? Nein, ich kann nur reinzoomen, schade. Okay, hier ist Dark's Teich. Da müsste ich ein... Was ist das hier? Einem Brandgefahrmesser an. So, komm hier. Die beiden nehmen wir noch mit. Die sind ja keine Herausforderung. Oh, er ist auf Kontern. So, passt doch. Dann kriegst du direkt was von meinem Bogen ab. Dann bist du nämlich weg vom Fenster, mein Freund. Krasse! Tut das nicht gut? Komm, Ballas, und den hier, den schmierst du voll weg mit deinem Hammer der Gerechtigkeit! By the hammer of butters. Auf ihn! Zack, und weg ist er. That serves him right. Also, so ein Zimmermannshammer voll vor die Fresse zu kriegen. Aua. Aber Hauptsache Erfahrungspunkte. Looten und leveln. Das muss drin sein in einem Spiel. Den guten alten Tran von Game One zu zitieren. Soll ich jetzt wirklich hier rüber zu diesem beschissenen See laufen? Nein, 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 das mache ich nicht. Aber hier ist doch noch... Warum ist denn das noch ausgegraut? Warte mal, da war doch... Hier war doch ein Schnellreiseding irgendwo. Da ist es doch. Okay, Timmer, bring mich zurück zu Cartman. Wo war er? Nein, 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 der war irgendwo hier unten. Da ist er. Cartman. Cartmans Haus. Ab dafür! Die erste Hauptquest ist erledigt. Well, soldiers reporting for duty, Grand Wizard! Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Hey, yeah, where's Greg? He's in detention. What?
He flipped off the principal, so he's in detention again. Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah, no way, man. Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble. Getting into trouble is a risk that Douchebag is willing to take. You have to break out our thief, Douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Jawohl. Be at the training barracks. It's time for you to learn. Dragon Shout. Alles klar. Jawohl. Sehr nice. Und wenn ich das mal so anmerken darf, ich sehe von allen Leuten hier am coolsten aus, ne? Das will ich nur mal so anmerken. Seht mich an. Verdammt. Ey, mir wird Magie beigebracht. Ich lerne den Dragon Shout. Geht's denn noch geiler? Ehrlich. Reden wir nochmal erstmal hier. Welcome to our base. All are welcome here, even those with chronic medical conditions. But you, you and me, hey, where the hell are you going? Okay, this paladin is ready. At first, I didn't want to join the KKK at all, but the Grand Wizard made some really good points. The KKK. That's clear. Can't talk. Need to practice. You fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your fight. That's clear. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's bowels, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's bowels is not cool. Okay, das kann ich versprechen. All right, then let's begin your training. Ich kann versprechen, dass ich immer noch auf die Eier furze. You must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Then, let it rumble inside you, and... Dragon Shout! I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon Shout! Now you. Ready? Dragon Shout! Okay, ich muss es reinziehen. Find the frequency. Hold. Okay. Hold. Okay. Und raus damit! My god, that was incredible. A man could live 100 years and never again witness a spell, so... Could it be that the prophecies are true? Could it be that the Dragonborn has come at last? The Dragonborn. Let us try your skill on a real opponent. Hey, Princess Kenny. Could you come here a sec? Shh, don't tell him. Okay. Just real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. Alles klar. Kenny, mach dich bereit. Es wird furchtbar. Oh... Schön sammeln und raus mit dem. Ich hab's zu lange drin gelassen. Okay, reinziehen, grummeln lassen und raus damit. That was fucking hilarious. Dude, that was fucking awesome. Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. Okay, but dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls. Okay, seriously. You have mastered okay. Dragon Shout. From now on, it will be easier for you. Okay, mein erster Zauber ist also, Leute anzufurzen. Aber mit großer Macht folgen. Kenny will assist you on your quest, Douchebag. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. Ich hab Kenny als Begleiter. Sehr schön, alles klar. Was kann denn Kenny? Ich will mal gucken. Was kann denn Kenny so? Lenkt Feinde durch Kennys königliche Präsenz ab. Kenny knutscht deine Feinde ab, um sie völlig aus der Bahn zu werfen. Das Ziel ist angewidert. Okay. Kenny verzaubert die Kreaturen der Natur mit ihrer Schönheit und entsendet sie gegen deine Feinde. Alles klar. Kenny ist die schönste Maid im ganzen Land. Oder zumindest will er als solche bekannt sein. Angesehen von seiner Unfähigkeit, lange tot zu bleiben, ist Kenny ein ausgezeichneter Bogenschütze und beherrscht königliche Magie. Kenny kann befohlen werden, seine königlichen Brüste zu zeigen, was kämpfende und anderweitig beschäftigte Feinde ablenkt. Oh, alles klar. Ey, Scott, kannst du mir was verkaufen? Ich will mal gucken, ob du irgendwas Vernünftiges hast für mich. Klinge des Kriegers, Schurkendolch, den Judenstab. Chris Blitzzauberstab. Ist das besser als das, was ich habe? Haben wir hier nicht noch irgendwie. Ich muss doch hier. Irgendwas muss ich doch hier haben. Irgendein Zauberstab, der irgendwie ein Winterstab. Kann ich noch lange nicht tragen. Gucken wir mal in die Ausrüstung. Kleidshelm.
Ach, das brauche ich mir erst kaufen, wenn ich ihn auch tragen kann. Jawoll! Keltische Kriegsbemalung, da muss ich doch, da muss ich zuschlagen. Was haben wir hier? Fügt bei perfekten Angriffen 10 Schockschaden hinzu, fügt bei perfekten Angriffen 10 Feuerschaden hinzu. Brauche ich mir auch. Kostüm flicken, habe ich irgendwas? Nee. Okay. Alles klar. Wenn das so ist. Machen wir einen auf Braveheart hier. Für Schottland. Was haben wir hier? Genghis Khan Bart? Nö. Hier habe ich den. Vermehrt die Abwehr des Tieres mit perfekten Angriffen. Brauche ich nicht. Ich bleib bei meinem Stab. Klostermütze. Du erhältst einen MP, wenn du geheilt wirst. Aber ich muss mich eigentlich selten heilen. Na, bleib lieber dabei. Da kann ich, glaube ich, noch was reinpacken jetzt, ne? Nein. Fuck. Kann ich mir noch nicht leisten. Kann ich hier denn noch was reinpassen? Nee, geht auch nicht. Bin ich noch zu low für. So, wie war das? Wir mussten Craig befreien, ne? Wie wir das allerdings tun, seht ihr in der nächsten Folge South Park, The Stick of Truth. Es wird langsam spannend. Ich habe schließlich gerade den Dragon Shout gelernt und ich kann es kaum erwarten, ihn endlich gegen diese vermaledeiten Dunkelelfen einzusetzen. Und wie das Ganze aussieht, seht ihr in der nächsten Episode. Ich danke fürs Zusehen. Reingehauen.